Ich frage mich jetzt, ob ich jetzt Pause machen kann. Oder machen wir komplett durch? Komm, können wir machen. Bewegung! Nein, lass es! Notrufzentrale, worum geht es bitte? Er klaut ein Auto! Wenn die Cops nicht beeilen, kriegen sie ihn! Ja, ich brauch mein kurzes Auto. So. Verdammt. Oh, jetzt komm, schaff's nicht raus. Wollte mich jetzt echt verarschen. Ihr Typen, wie nervt. Sofort anhalten! Das ist ein Befehl! Ach du Scheiße! Eine Hochleistungswagen hat die Versorgung bereits aufgenommen. Ach du Scheiße, ich hab schon die zwei Zivilisten getötet. Ah, wird spannend. Nein. Hoffe ich auch für euch. Diese traurige Musik auch noch. Schrecklich. Ach, sorry. Ich fahr wie ein Besoffener. Kann echt nicht sein. So. Leider ist die Klara gestorben. Das ist nicht so schön. Dafür haben wir uns gerecht an diesen alten Sack. Ach komm, wo fährst du denn dort lang? Und war sein. Oh, das ist schon so Schrott. Das ist krass. Wow. Wie tun wir erstmal so? Upsala. Trotzdem vergisst du manchmal. Nee, will man eigentlich nicht. Nicht schön. Die Musik ist aber auch so traurig. Nicht schön. So.
doch okay, wenn ich mich hier ein bisschen bediene. Ich dachte, damit wären wir quitt. Ja, klar, natürlich. Nimm, was du willst. Bald werde ich den Atem der Fixer im Nacken spüren. Ich habe gar nicht gewusst, dass Rose tot ist. Sie wäre besser untergetaucht. Es gibt keinen Beweis, dass Blum ihren Tod arrangierte. Ach, Aiden. Du weißt nicht, dass sie es nicht war. Weißt du, ich habe viel gesehen, das nicht aufgeht. Krumme Geschäfte, Wahlbetrug. Es braucht nur ein gutes PR-Team, um das alles zu vertuschen. Nach Roses Tod programmierten sie das. Und ich weiß echt nicht, wie und warum, aber der Code ist gefährlich. Es geht um... Ich konnte nicht viel damit anfangen. Ich habe nur Bell irgendwas verstanden. Bellwether. Das wollte er also. Verbrenn diesen Code, Mann. Der Rest, naja, geht mich nichts an, was du damit machst. Weißt du was, Aiden? Das mit Clara tut mir leid. Mir auch. Ist alles scheiße, egal wie man das auch nimmt. Pass auf, Aiden. Wenn die Lichter ausgehen, passieren schlimme Sachen. Ach, der tut jetzt die ganzen Dateien hochladen. Uiuiuiui. Wo in diesem Moment mehrere Blumenmanager zu einer Reihe Sex-Videos befragt werden, die sich online gestellt haben. Obwohl das Gesicht der Polizistin auf dem Handyvideo nicht erkennbar ist, sieht man ihre Dienstnummer. Schockierende Aufnahmen bringen Bürgermeister Rushmore mit dem Tod von Rose Washington in Verbindung. Die Frau war eine Angestellte von CTOS und gilt seit über einem Jahr als vermisst. Der Bürgermeister schweigt zu den Vorwürfen. Eine Stellungnahme aus dem Rathaus bezeichnete den Film als Fälschung, mit der die Hackergruppe DedSec den Bürgermeister bloßstellen will. Nach allem, was wir erlitten haben, gibst du einfach alles weg? Was hast du getan? Bist du irre? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass Nikki sicher ist. Und du zahlst für Clara. Du hältst dich also für den Held in der Sache? Lies mal die Zeitung. Du terrorisierst die Stadt. Du mit deinem aufgeblasenen Scheiß. Dann komm halt. Komm und hol mich. Bring es zu Ende. Oh, aber eine Sache habe ich vergessen. Das wird dir gefallen. Ich habe das CTOS freigeschaltet. Vollständig. Ich bin im System. Und du wirst eine Show erleben. CTOS. Rerouting. Face scan by. Unable to reroute. CTOS. System compromised. Krass. Wir nehmen ja schon seit nur einer halben Stunde auf. Ich frage mich, ob ich jetzt speichern kann. Es wäre ja interessant zu finden. Ich habe gerade auf meinen Zug gewartet. Es ist Licht ausgegangen. Ich garantiere, das ist nur der Anfang. Damien hat vollen Zugang. Nur über meine Leiche. Ich lasse mein CDOS-Baby nicht von so einem durchgeknallten kaputt machen. Es gibt eine Schwachstelle, die er nicht kennt. Geh dorthin und fahr es runter. Das sollte seine Sprint nur schnell und sauber beenden. Ich rufe an, wenn ich drin bin. Schön, dass du zurück bist. Ich mach mich gern nützlich. Gut, wie das jetzt? Nicht verfügbar. Ich glaube, wir müssen echt jetzt das Ganze durch.
hauen, wie es nur geht. Okay. Schau mal, die sitzt aufrecht hingegen. Und dann geht das schon. So. Ja. Komm, einchecken. Und guck mal die Map an. Wo müssen wir denn hin? Mitten in der Stadt? Uiuiui. Okay. Ab geht's. Zurück in die Stadt. Ruf den jetzt schon wieder an. CTOS, ein Wunder des menschlichen Erfinders. Wow. Ein Modellsystem, das eine Modellstadt für Modellbürger erzeugt. Ich frag mich, was Bloom zur Bedrohung durch Hacker sagte. Harte Debatte, ganz sicher. Hacker? Ach Quatsch. Unser CTOS ist das fortschrittlichste. Blabidi bla 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 bla. Hybris, Aiden. Macht einen immer fertig. Aber das kennst du jetzt zur Genüge, stimmt? Ja. Mann, würde ich gar nicht machen. Würde gar nicht gehen töten. Ach Mann. Das finde ich wieder blöd. Gott, oh Gott. Ein kleiner Chaos. Krass. Oh. Ist das mir weggeschleudert? Ampel gestört. Das ist ja hier jetzt hier oben ist das jetzt, ne? So, müsste ich hier rein? Gucken wir mal. Ne, hier nicht, komischerweise. Ja, oben muss das doch sein. Vielleicht außen dran? Angehoben. Ah, da hinten. Da haben wir's. Und hacken. Uiuiui. Ups, hätte ich jetzt vielleicht noch nicht machen. Scheiße. Ich komme nicht durch die Firewall. Vielleicht hat T-Bone eine Idee. Hm? Er hat uns ausgesperrt. Ich muss ihn schnell ausschalten. Ich habe eine Idee, aber beim letzten Mal sind Menschen gestorben. Wenn wir es nicht tun, sterben Menschen. Was ist es? Das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden. Als Sicherheitsventil des CTOS. Ich habe einen ganz reizenden Virus. Wirklich böser Schweinehund. Du musst ihn von drei separaten Orten installieren. Was stellt ihr an? Er schaltet einen Mann aus. Das ist sicher. Das kann hässlich werden.